Großväter und Füllhalter. Hier sehen wir zwei Füllhalter, beide von meinen Großvätern. Hier der Füllhalter meines Großvaters väterlicherseits, ein Mont Blanc Meisterstück 144, und zwar dieses Übergangsmodell, das nur für kurze Zeit gebaut wurde. Hier der normale, in Anführungsstrichen, Füllfederhalter Modell 144, Meisterstück, wie er bis heute in dieser Form gebaut wird. Hier, wie gesagt, aus Zelluloid, man sieht es hier an dieser Verfärbung. Heute wird er natürlich auch aus Acrylglas hergestellt. Okay, ja, als ich 12 Jahre alt war, oder umgekehrt, als mein Großvater in Ruhestand ging, mein Großvater mütterlicherseits, von dem dieser Füller hier stammt, war ich 12 Jahre alt, und er vermachte mir diesen Füllhalter. Ich war natürlich glücklich, einen so schönen Füllhalter zu bekommen mit 12 Jahren. Das ist ja nicht gewöhnlich, aber schon damals hatte ich eine Vorliebe für breitere Federn. Schon als ganz kleiner Junge durfte ich bei meinem Großvater alte Füllhalter ausprobieren. Einige davon hatten breite Federn, und nun ausgerechnet dieser Füllhalter hier hatte eine feine Feder, und das begeisterte mich natürlich nicht so sehr. In Hamburg, muss man sich jetzt vorstellen, ist das Ganze ein bisschen einfacher. In Hamburg werden die Füllhalter hergestellt. Die Mont Blanc-Fabrik früher war mehr oder weniger in der Innenstadt, im Schanzenviertel. Ich habe darüber auch ein Video gemacht. Die alte Mont Blanc-Fabrik, heute ist es eine Volkshochschule. Mittlerweile ist Mont Blanc, ist zwar immer noch in Hamburg, aber ein bisschen weiter ins Randgebiet gezogen. Und ich machte mich also auf den Weg zu Mont Blanc. Man kann es sehen in dem Video, ein schönes, altes, riesiges Gebäude mit einem schönen Portal. Dieses Portal wurde im neuen Gebäude auch nachempfunden. Wie gesagt, das Video unbedingt angucken. Ich bin also hinmarschiert zum Empfang, habe der Dame am Empfang mein Problem geschildert. Das Ganze gestaltete sich viel einfacher, als ich gedacht hatte. Der Füllhalter wurde in die Werkstatt gegeben. Ich konnte darauf warten. Es wurde diese Feder, diese breite Feder, aber ich mache noch ein paar Videos, in denen ich Schreibproben und Details zeige, wurde diese breite Feder, die der Füllhalter jetzt hat, eingebaut. Ich dachte natürlich, man müsste irgendwas bezahlen, aber das war alles im Service inbegriffen. So hatte ich also dank meines Großvaters einen wunderschönen Füllhalter, und natürlich dank Mont Blanc auch einen Füllhalter, der so schrieb, wie ich mir das vorgestellt hatte. Der hat mich dann begleitet durch Schulzeit, Studium. Der hat also wirklich Kilometer gefressen. Ich weiß auch nicht, wie oft er befüllt wurde. Bis auf, wie gesagt, diese Verfärbung, alles noch perfekt in Schuss. Ich weiß auch nicht, wie oft diese Kappe geöffnet und geschlossen wurde. Es ist wirklich ein Wunder, dass diese Gewinde in Zelluloid, und das ist dieses Material, dieses Füllhalters, so lange halten. Okay, ja,
Also, ich mache noch Videos in Details und Schriftproben, damit man genau sehen kann, wie ein Füllhalter aus dieser Zeit aussieht. Man kennt es, Leute sterben, alles was in Schubladen und so weiter liegt, wird in Schuhkartons umgeschichtet und da liegt es dann jahrelang, jahrzehntelang. Und so ging es auch diesem Füllhalter hier von meinem Großvater väterlicherseits. Das ist jetzt auch ein Mont Blanc 144, aber ein Modell, das nur für kurze Zeit gebaut wurde. Mont Blanc ist dann über Umwege dann hinterher wieder zu dem klassischen Design zurückgekehrt. Dieser Füllhalter hat auch eine fantastische Feder, die allerdings ursprünglich links abgeschrägt war, left oblique. Das hat mir noch nie gefallen, deswegen habe ich diesen Füllhalter umgeschliffen in eine extrem scharfe kalligraphische Feder. Davon gibt es auch Detailaufnahmen und Schriftproben, die fallen mit diesem Füllhalter sehr schön aus. Beide haben flexible Goldfedern. Ja, so sieht man die Geschichte einiger oder dieser beiden Füllhalter. Und ja, was sagt uns das Ganze, wie schön es ist, wenn man einen Großvater hat, der schon bei Lebzeiten an einen denkt. Und naja, bei mir ist der Füllhalter denn auch in den richtigen Händen gelandet. Ich habe ihn seitdem in Ehren gehalten, jahrzehntelang ständig benutzt. Jetzt habe ich natürlich mehr Füller, habe natürlich auch etliche selber gebaut. Insofern schreibe ich natürlich nicht mehr so regelmäßig mit diesem. Aber wir gucken uns dann die Schriftproben gleich mal an.